eh wurscht. Ich rede einfach mal ein bisschen digital über drei Themen mit euch. Als erste Telad Media Group. Wir haben ein Startup gestartet vor 5 Jahren mit unserer ersten Firma. Das war Telad Apps. Wir sind hier Marktführer bei der Entwicklung von mobilen Applikationen. Das heißt, wir machen Apps, wie wir haben, die erfolgreichste Einzel-App Österreichs für alle Medien, aber auch sehr viele B2B-Lösungen. Haben hier über 50 Leute wirklich, die mobile Entwickler sind. Und haben daraus dann die Telad Media Group entwickelt. Das ist eine Full-Expert-Agentur, wie wir es nennen, die die komplette digitale Wertschöpfungskette abdeckt, wo wir wirklich von Porsche über DHL, über die ÖNB, über Casinos Austria, Novomatic und so weiter, so mit eigentlich fast allen großen Unternehmen zusammenarbeiten dürfen. Das zweite, worüber ich gerne sprechen würde, was wir jetzt im Herbst neu launchen werden, was, glaube ich, für alle von Ihnen interessant sein könnte, wir werden ein neues Unternehmen launchen, das wird heißen Darwin's Lab. Und wie der Name Charles Darwin den meisten Leuten hoffentlich sagt, geht es eben nicht darum, dass der Stärkste oder der Intelligenteste überlebt, sondern derjenige, der sich am besten anpassen kann. Und wir haben bei allen unseren Aufgaben, die wir in diesen 5 Jahren mit der Telad Media Group machen durften, gelernt, den meisten Leuten, die haben irgendwie Angst vor diesem digitalen Thema, Angst vor der Disruption. Und die haben gesagt, naja, wie kann man mit denen am besten zusammenarbeiten? Man muss sie mal schulen und man muss sie mal auf das Level bringen, das wir bei uns intern haben, damit sie quasi mit uns auf einer Ebene zusammenarbeiten können. Und deswegen werden wir hier 3 Stützen haben bei Darwin's Lab. Das eine ist wirklich die Schulung. Das heißt, wir werden unterschiedliche Workshops anbieten, vom Management Training Innovation a Day. Zweitens ein Disruption Workshop, wo wir wirklich in 2 Personentagen mit Unternehmen gemeinsam arbeiten, wie könnte man sich selbst kannibalisieren. Dann werden wir einen Coding-Workshop anbieten, wo man den Leuten ganz einfach in einem Tag zeigen will, wie eigentlich eine Programmiersprache diese ganzen Dinge, mit denen wir uns täglich beschäftigen, Facebook, WhatsApp und Co., in Einklang bringt. Und dann hat man wirklich ein Aha-Erlebnis und sagt, ah, das ist eigentlich eine Programmiersprache und so funktioniert das alles. Und das dritte wird sein Digital Enlightenment. Zusätzlich sehen wir natürlich eine Unternehmensberatung im Bereich Innovation, das heißt, wir identifizieren Projekte, Potenziale bei Ihren Unternehmen und helfen Ihnen gemeinsam mit unseren Partnern eben auch Acceleratoren-Programme aufzubauen. Und das letzte Thema, was wir für die Stadt Wien, für Österreich, aber hoffentlich ganz für den ganzen CI-Bereich anbieten wollen, ist der Broadcasten, also ein neues Medium, was wir gemeinsam mit Presse Visualsport ins Leben gerufen haben im Mai. Da geht es darum, wir wollen die Gründerszene, das TechCrunch zunächst mal aus Österreich werden und die Leute über aktuelle Themen zum Thema Innovation, Startups, Disruption informieren. Wir freuen uns, wenn Sie draufschauen auf www.derbroadcasten.at und uns Feedback geben oder unsere Facebook-Seite liken. Das war's schon von mir. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.